Willkommen zum Bayerischen Beamtenrecht. Mein Name ist Patrick Lärm. Schön, dass Sie dieses Video gefunden haben, dass Sie dabei sind. Sie können unschwer erkennen, dass es sich hier bei diesem Video um eine Buchvorstellung handelt. Im Hintergrund sehen Sie auch das Buch, worum es geht. Lassen Sie mich ein, zwei Worte natürlich sagen zu meinem Kanal und zu meiner Person. Und danach stelle ich Ihnen dieses Buch natürlich auch vor. Ja, wie Sie unschwer erkennen können, der Schwerpunkt meiner Tätigkeit hier auf YouTube liegt eindeutig im Bereich des Einsatzrechts für angehende Bundespolizistinnen, Bundespolizisten. Und da war natürlich jetzt die Frage, wie integriere ich jetzt das bayerische Beamtenrecht? Und logistisch ist das natürlich ein erheblicher Aufwand, noch einen weiteren Kanal zu machen. Hätte ich machen können fürs bayerische Beamtenrecht, habe ich aber nicht, was einfach zu viel Aufwand ist. Und insoweit habe ich das bayerische Beamtenrecht dann hier also integriert in meinen Kanal. Also nicht wundern, ich mache auch eine separate Playlist dazu, sodass Sie sich da immer auch zurechtfinden. Ja, das ist mein erstes Video in Bezug auf diese Buchvorstellung. Ich hatte aber schon in der Vergangenheit Videos gemacht zum bayerischen Beamtenrecht, bayerisches Beamtenrecht, Grundlagenvideos, bayerisches Beamtenrecht, auch funktionelle Änderungen. Also ich hatte da schon was gemacht und das Feedback war durchaus positiv, sehr positiv sogar, hat mich total überrascht und das hat mich jetzt bewogen, mit dem KSV Verlag zusammen ein Buch zu schreiben zum bayerischen Beamtenrecht. Und Zielrichtung dieses Buches war es, ein Lehr- und Lernbuch zu erstellen, insbesondere für die Ausbildung, insbesondere für das Studium im Bereich Beamtenausbildung, im Bereich Beschäftigtenlehrgänge, also jeden eigentlich anzusprechen, der sich im Rahmen einer Prüfung irgendwann mal mit dem Beamtenrecht auseinandersetzen muss. Und ein Schwerpunkt liegt natürlich auch in der Fallbearbeitung, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Also ja, genug geredet, schauen wir uns da mal den Inhalt zusammen an, ja, den wesentlichen Inhalt. Rechts, also hier unten, sehen Sie, was ich da eigentlich alles darstelle. Natürlich muss man sich erstmal mit Grundbegriffen auseinandersetzen, natürlich auch mit verfassungsrechtlichen Grundlagen. Zu den Grundbegriffen zählen natürlich auch Dienstvorgesetzter, Vorgesetzter und für das Ernennungsrecht ganz wichtig, wer ist eigentlich Ernennungsbehörde? Ja? Da gibt es ja die Staatsbeamten und da gibt es die sogenannten Nicht-Staatsbeamten, ich nenne sie jetzt mal Kommunalbeamten. Da gibt es immer wieder eine Differenzierung, die ich vornehmen muss zwischen diesen ganzen grundlegenden Begriffen. Und das ist mein Kapitel 1, Grundbegriffe, verfassungsrechtliche Grundlagen. Ja? Also ich habe das Buch auch genauso aufgegliedert in verschiedene Kapitel und jedes Kapitel baut auf dem vorhergehenden auf und das Kapitel 1 ist insoweit sehr, sehr wichtig, weil ohne diese Grundbegriffe, ohne die Klärung wesentlicher Grundbegriffe kann ich auch die Fallbearbeitung nicht erfolgreich bewältigen. Was mir ganz wichtig ist im Rahmen dieser Buchvorstellung ist, erfahrungsgemäß kann es in den ersten Auflagen von Büchern immer mal noch zu kleineren Fehlern kommen. Fehler meine ich damit, dass vielleicht meine Rechtsgrundlage nicht ganz genau zitiert wurde, dass der Absatz vertauscht wurde oder dass vielleicht hier und da noch ein kleiner Rechtschreibfehler ist, ein Ausdrucksfehler. Das lässt sich auch bei genauer Durchsicht nicht verhindern. Das ist einfach so, man muss das hinnehmen. Ich sehe das sportlich, denn natürlich ist dann die zweite und dritte Auflage natürlich schon so weit ausgereift, dass da keinerlei Fehler mehr oder nahezu keine Fehler mehr drin sind. Wenn Sie da jetzt was feststellen sollten, richten Sie diese Anfrage an den KSV-Verlag natürlich primär. Alternativ habe ich Ihnen auch meine E-Mail-Adresse im Buch im Vorwort hinterlassen, sodass Sie sich auch hier entsprechend äußern können und sagen können, Mensch, da ist vielleicht noch eine kleine Sache, die müsste man ausbessern und so weiter. Also ich bin da sehr, sehr dankbar, wenn Sie da Anmerkungen haben. Mir ist bekannt und bewusst, dass das Beamtenrecht
natürlich eine sehr komplexe Materie ist. Ich kann nicht mit einem Buch die Behauptung aufstellen, das ist lückenlose Vollständigkeit, es ist alles drin und das ist nahezu unmöglich. Ja, es ist ein erster Versuch, das Beamtenrecht systematisch darzustellen, ein erster Versuch, einfach eine Hilfestellung zu sein. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es, was das bayerische Beamtenrecht angeht, nicht wirklich dieses eine Lehr- und Lernbuch gibt auf dem Markt, soweit ich das überblicken konnte. Und das soll, wie gesagt, jetzt ein erster Versuch sein, insbesondere für die Ausbildung und für das Studium. Ja, also mir ist durchaus bekannt, dass das insoweit auch Neuland ist. Ja, Sie sollen nur davon ausgehen, dass ich da jetzt nicht hingehe und sage, das ist jetzt hier die Weisheit und das ist 150%, sondern es ist, wie gesagt, ein erster Versuch, das systematisch darzustellen. Ganz wichtig ist, ich werde oder die Videos, die ich schon produziert habe im Bereich des Beamtenrechts, das sind insgesamt 3 Lernvideos, die werde ich in das Buch integrieren mit einem QR-Code, sodass Sie einen QR-Code-Scanner benötigen, dann einfach zu dieser Thematik sich dieses Video auch nochmal anschauen können. Weitere Videos folgen dann natürlich irgendwann in zweiten und dritten Auflagen, also das ist noch nicht am Ende. Und somit möchte ich einfach das Digitale mit dem analogen Lernen einfach verbinden, sodass man auch in Zeiten der Pandemie, auch in Zeiten von verstärktem Einsatz von E-Learning, dass man da einfach neben dem Buch auch immer noch mal ein Video hat und da entsprechend was hört und sieht. Und ich denke, das kann den Lernprozess durchaus noch mal nach vorne bringen. Ich werde die meisten Kapitel mit einem Intro-Video beginnen. Dieses Intro-Video, die Intro-Videos finden Sie auch hier demnächst öffentlich auf YouTube. Und das finden Sie auch nochmal im Buch bei den entsprechenden Kapiteln, wo ich entsprechend einleitende Worte sage, wo ich eine Schwerpunktsetzung mache, wo ich sage, wofür ist das wichtig, worauf müssen Sie achten. Also all das in diesen Intro-Videos zu den Kapiteln. Also auf jeden Fall schauen Sie hier mal rein auf YouTube. Schauen Sie, dass Sie sich einen QR-Code-Scanner ja, zulegen und dann können Sie durchaus hier analoges mit digitalem Lernen entsprechend verbinden. Ja, und das ist, um jetzt zurückzukommen auf den Inhalt natürlich, ich habe diesen ersten Punkt hier angesprochen, Grundbegriffe und verfassungsrechtliche Grundlagen und dann gibt es 3 große Schwerpunkte, die ich setze. Zum einen natürlich das Ernennungsrecht. Das Ernennungsrecht einschließlich der Fallbearbeitung. Also es wird hier um natürlich erstmal darum gehen, was ist eigentlich eine Ernennung, welche Ernennungsanlässe sind in Bayern wichtig. Dann natürlich erstmal den Zusammenhang nochmal darstellen zwischen Beamtenstatusgesetz und dem bayerischen Beamtengesetz. Dann geht es natürlich auch um fehlerhafte Ernennung und Heilungsmöglichkeiten und natürlich auch entsprechende Fallbearbeitung, die hier durchaus sehr umfangreich ist, wo ich auch das Ernennungsschema darstelle mit den entsprechenden Prüfungspunkten. Und Sie finden dann auch immer neben dem Fall natürlich auch eine Musterlösung, die Ihnen das Arbeiten und die Vorbereitung für die Prüfung erleichtern soll. Im Laufe eines Lebens kann es dann zu funktionellen Änderungen kommen. Und funktionelle Änderungen gibt es natürlich zum Beispiel die Abordnung, es gibt die Umsetzung, es gibt die Versetzung, ja, es gibt die Zuweisung. Und ich werde natürlich hier auch eine Schwerpunktsetzung durchführen. Es wird auch hier wieder eine Fallbearbeitung geben. Und ich habe auch hier schon ein Lernvideo gemacht zu den funktionellen Änderungen. Und wichtig in dem Zusammenhang ist auf jeden Fall der Behördenaufbau innerhalb Bayerns. Und danach richtet sich natürlich auch die Frage, ist das jetzt eine Umsetzung oder ist das jetzt eine Abordnung? Ja, also all diese Themen habe ich dort drin in diesem Punkt. Und ganz am Ende des Lebens, des Beamtenlebens, ist es natürlich so, dass irgendwo auch eine Beendigung im Raum steht. Das ist natürlich der Eintritt irgendwann mal in den Ruhestand. Aber es gibt eben auch Beendigungsgründe, die davor quasi stattfinden können und meistens, nicht immer, aber meistens ist das auch mit negativen Sachen behaftet, zum Beispiel, wenn sich der Probebeamte in der Probezeit nicht bewährt, zum Beispiel, ja, oder wenn entsprechende disziplinarrechtliche Verfehlungen vorliegen, auch dann kann es zu einer vorzeitigen Beendigung kommen. Und die Beendigungstatbestände sind sehr, sehr komplex, sie sind sehr, sehr vielschichtig und man muss natürlich auch hier ganz klar eine Schwerpunktbildung machen und um zu sagen, was ist jetzt genau wichtig.
wichtig, welche Fälle können da öfter auftreten und welche doch eher seltener. Auch da habe ich eine Fallbearbeitung, da finden Sie mehrere Fälle mit Lösungen im Buch. Und ich habe es jetzt gerade schon angesprochen, die Beendigungstatbestände sind ganz oft negativ behaftet in Bezug auf disziplinarrechtliche Verfehlungen. Und um das zu verstehen, muss ich natürlich auch die Beamtenpflichten näher beleuchten. Also das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es viele grundlegende Pflichten im Beamtenstatusgesetz und das muss ich wissen, zum Beispiel Verfassungstreuepflicht, zum Beispiel innerdienstliche Wohlverhaltenspflicht. Auch die Frage, gelten Pflichten auch außerhalb des Dienstes? Kann ich da ein Dienstvergehen begehen und so weiter? Rechte der Beamten ist natürlich immer so die zweite Seite der Medaille. Rechte der Beamten werde ich natürlich auch überblicksartig hier darstellen. Natürlich gehört dazu auf jeden Fall. Wenn man mal in den nächsten Punkt reinschaut, ins Disziplinarrecht, hier möchte ich Grundzüge darstellen. Und Sie sehen es jetzt immer da, wo ich Grundzüge geschrieben habe, ist das eben auch so, dass das im Prinzip ein eigenes, durchaus komplexes Rechtsgebiet ist, sodass ich natürlich jetzt, also man könnte durchaus ein eigenes Buch dazu schreiben zum Disziplinarrecht, aber auch zum Haftungsrecht, das sehen Sie, und ganz unten natürlich zum Dienstunfallrecht und oder Versorgungsrecht, ganz klar. Ich stelle hier nur die Grundzüge dar, die wirklich wichtig sind im Bereich der Ausbildung und beziehungsweise des Studiums. Disziplinarrecht, da muss ich einen Überblick haben über das Disziplinarverfahren. Ich muss wissen, wie ein Disziplinarverfahren losgehen kann, wie es enden kann, nach welchen Prinzipien es arbeitet, welche Disziplinarmaßnahmen sind denn eigentlich möglich für den Beamten auf Lebenszeit, für den Ruhestandsbeamten, für den Beamten auf Probe, Beamten auf Widerruf. Da gibt es durchaus auch Sonderregelungen bei den letzten beiden genannten Gruppen. Und genauso mache ich das eben auch beim Haftungsrecht. Beim Haftungsrecht werde ich ein Beispielsachverhalt darstellen und werde anhand dessen fallbezogen erklären, wie sich die Haftung zusammensetzt. Es gibt ja eine Haftung im Außenverhältnis gegenüber dem Bürger. Es gibt immer auch noch eine Haftung im Innenverhältnis gegenüber dem Dienstherrn. Wann kann der Dienstherr mich unter welchen Voraussetzungen in Regress nehmen oder in die Haftung reinnehmen? All das sind natürlich ganz wichtige, essentielle Fragen, die auch den eigenen Status betreffen. Also es ist nicht nur so, dass man sagen muss, wenn ich irgendwann mal im Sachbereich arbeite, dass ich da natürlich die Entscheidungen vorbereiten muss oder treffen muss, sondern dass ich eben auch meinen eigenen Status entsprechend verstehen muss und dass ich wissen muss, was passiert, wenn ich dem Dienstherr zum Beispiel einen Schaden zufüge. Dienstunfallrecht habe ich auch mit reingepackt, einfach deswegen, weil es natürlich sehr, sehr wichtig ist für den eigenen Status. Es geht darum, wann liegt eigentlich ein Dienstunfall vor, welche Elemente müssen da gegeben sein und natürlich auch die Frage Wegeunfall, Wegeproblematik auf dem Weg zum Dienst, wenn da was passiert, ist das dienstunfallrechtlich abgesichert. Ja, also bei diesen drei letzten Punkten Disziplinarrecht, Haftungsrecht und Dienstunfallrecht geht es also hier mir um Grundzüge. Man kann das immer noch weiter vertiefen. Aber die Grundzüge sind erstmal wichtig, dass ich eine Basis schaffe, eine Grundlagenbasis schaffe, damit ich mich dann weiterentwickeln kann. Ja, ich werde jetzt demnächst die verschiedenen Kapitel eben näher vorstellen. Schauen Sie mal immer mal rein auf meinen Kanal, auf die YouTube-Seite und natürlich würde es mich auch freuen, wenn Sie sich für dieses Buch entscheiden. Beamtenrecht Bayern wird erscheinen im KSV Verlag ab März 2022 verfügbar. Und ja, die ganzen Videos. Die kompletten Videos, die Grundlagenvideos, funktionelle Änderungen, also die, die ich auch schon abgedreht habe, finden Sie dann mittels QR-Code in diesem Buch komplett. Zum Teil finden Sie diese Videos auch auf YouTube, aber da werde ich natürlich nicht alles veröffentlichen, ja, um auch die Spannung aufrechtzuerhalten. Und ja, in dem Sinne, ja, hinterlassen Sie mir Feedback, wenn Sie meinen, das Buch ist gut oder wenn Sie sagen, im Buch gibt es vielleicht die ein oder andere Thematik, die vielleicht noch näher dargestellt werden muss. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, genug geredet jetzt. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video für die Kaufentscheidung möglicherweise hilft. Mich würde es freuen und bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Viel Spaß beim bayerischen Beamtenrecht. Ihr Patrick Lärm. Bis demnächst.